Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Jetzt ist die Frage, soll ich vom Pferd absteigen? Komm, wir gehen mal runter. Ruhig, Kallus. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. Schauen wir erstmal da hinten. Aber ich glaube nicht, dass da was rumliegt, oder? Sieht nicht so aus. Nee. Okay. Ich gehe noch mal kurz zurück. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Irgendein Anhänger oder so. Man weiß ja nie. Comic, den sie immer liest. Aha, war doch ganz gut. Buch 7. Freie Radikale. Nach ihrer unfassbaren Flucht aus der Arena sind Danielle und Ryan nun die meistgesuchtesten Menschen des Sonnensystems. Ihre neue Ehrlosigkeit hat die Aufmerksamkeit einer mysteriösen Organisation namens Letzte Wacht erregt. Sie folgen spärlich und kryptischen Hinweisen. Und die Spur zur letzten Wacht führt sie zum kleinen und deformierten siebten Mond des Saturns, Hyperion. Na gut, es hat sich ja schon mal gelohnt, nach hinten zu latschen, ne? Gut. Perfekt. So, wo ist denn hier meine Gefährtin? Ellie, wo bist du? Sie ist schon mal mit dem Pferd voraus geritten. Oder ist sie weggebackt? Ich könnte mal ein bisschen Muni vertragen. Wollen wir irgendwas herstellen? Nö. Gut. Da rein können wir nicht, ne. Ach, da ist er. Da steht sie. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Rot mal. Tja. Ich bleib bei Kallus. Ich hasse den Namen. Was ist denn so schlimm an diesem Namen? Los, rutsch. Oh shit, falscher Button. Bin gleich wieder Ups. Da. Ich warte. Upsi.
Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Oha, das bedeutet nichts Gutes, oder? Ein Flammenwerfer. Okay, dann bin ich wieder hier. Konnten aber noch weiter nach oben. Jetzt sammeln wir erstmal das Zeug hier ein. Und da haben wir noch eine Werkbank. Okay, dann mal los. Wie viel haben wir denn? Ach, wir haben nur 60. Das ist natürlich nicht viel. Reichweite. Boah. Ich meine, wir haben ja nicht für umsonst den Flammenwerfer jetzt bekommen, ne? Komm, ich mach den Flammenwerfer hier. So. Geht dann noch hier was? Reichweite. Machen wir mal. Okay. Das sieht gut aus. Ich gucke jetzt mal, ob wir weiter hoch können. Auf was liegt denn der Flammenwerfer? Ah, hier, okay. Okay, hier ist verrammelt. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. 29.8. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? Ups. 1.9. noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.9. Eingang. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Headquarter. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang, Vorratslieferung aus dem Headquarter. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. Eingang, 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 14.10. Ausgang, Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang, Speer zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang. Ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang 3. Neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Okay. Der Waffe. Also ich hatte eigentlich kein Problem bisher damit.
nicht in dem Heiltempo. Okay, weiter hoch geht's nicht. Warte mal noch hier, ich gehe noch auf diese Seite. Gucken wir mal, ob da noch was rumliegt. Bevor wir da drüber springen. Ne, ich glaube, hier ist nichts. Okay. Okay. Rutsch doch mal. Es wird langsam Herbst. Okay, also hier müssen wir leider auch noch reingucken. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Sind aber viele. Okay, ich habe gar nicht so viel Messer. Ich mache mal das Licht aus. Ich hoffe, man sieht noch gescheit. Keine Klicker dabei, oder? Das war das. Ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool, glaube ich. Allein ist immer scheiße, würde ich sagen. Geht da oben noch was? Okay, das war nur der Rundgang.
Okay, jetzt ist die Frage, soll ich unten, also draußen unten noch mal gucken? Ich vermute mal, dass es hier jetzt dann weitergeht. Ellie, du bleibst mal hier. Ich guck noch mal hier draußen, ja? Gut, gucken wir mal. Da gingst du nämlich noch um die Ecke. Bevor wir jetzt hier durchgehen, ich erst nochmal sicher gehen, dass hier nichts mehr rumliegt. Muni ist rar. Wir müssen alles einsammeln. Scheint nichts zu sein. Kein Sammelobjekt. Na gut, hier sind noch so Flaschen. Die benutze ich jetzt eigentlich weniger, wenn es sein muss. Na gut, okay, dann war's das hier. Gut. Geht, geht, geht. Aber dieser Flammenwerfer, der macht mich fertig, ne? Lesen. Wir müssen die Tür zum Generator im oberen Stock verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald keinen Benzin mehr. Gut. Den haben wir ja schon angemacht. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Also ich schätze mal, da oben geht's weiter. Sorry, Ellie, aber ich muss wieder absteigen. Okay, hier geht's nicht rein. Ich komme nicht durch. Es liegt doch nichts rum. Okay. Gut mal. Können wir da oben noch gucken in diesen. Okay, warte hier, ich guck da noch mal. Ich muss einfach sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Okay, hier geht's nicht lang. Hier ist auch vorbei. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen von unten. Na gut. Dann haben wir nichts vergessen. Rutsch mal. Rutsch mal. Mäh. Sieht es friedlich aus da unten? Ich glaube nicht. Sind das Affen? Ja, wo? Eine ganze Horde. Wo sind Affen? Ach, da unten.
folge den Affen. Erstmal hier gucken. Ich will nicht wissen, wie viel Anhänger ich schon verpasst habe. 10.000 Stück wahrscheinlich. Äffchen. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Okay, geht's da hinten weiter? Gucken wir erst nochmal hier. Kann man da was lesen? Rodriguez. Mhm. Okay. Rutsch doch mal. Also ich glaube, hier liegt nichts, oder? Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Wo geht's weiter? Okay. Aber es ist nötig. Mhm. Pass gut auf. Du auch. Campusplan. Ist der Generator? Oh Mann. Na. Ach, das ist Ellie. Ich denke mir noch. Okay, da oben ist dicht. Sind erst an 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmittel gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser
Dinger geworfen. Einer sah aus wie ein... wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchter Monate her. Also ist halt die Mühe. 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Nicht so lange, glaube ich. Nicht so lange. Einen scharfen Blick. Wo? Okay, wenn du das siehst, ich hätte es nicht gesehen. Ach. Nee, Moment mal, nee. Doch. Irgendwas herstellen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Kampf. Nehme ich mal schwer davon aus. Oh, da sind ja noch... Okay. Na dann. Good luck. Okay, ich habe 3 Messer und... Okay. Soll ich jetzt hier den Flammenwerfer verbrauchen? Eigentlich will ich es nicht... Alles Klicker? Sieht so aus, ne? Der hier ums Eck. Ja, das ist schon mal ganz nice. Steht halt direkt an der Wand, ne? Kriege ich den zu fassen? Ja. Oh, und dann haben wir so einen Dickmops. Okay, hallo Flammenwerfer. Haben wir noch irgendeinen? Ich drehe mich nochmal um. Okay, warte mal, ich mache erst hier einen Molly. Lass den mal ein bisschen auf mich zukommen. Alles gelangt? Ist er morsch? Oder brauchen wir noch eine Runde? Nö. Okay, okay. Gut, können wir uns hier in Ruhe umsehen.
lag nämlich, glaube ich, noch Zeug rum. Ist aber auch hier so dunkel, ne? Aber ich will auch das Bild nicht so hoch hell drehen, weil geht ja auch ein bisschen die Atmosphäre flöten, ne? Am Anfang hatten wir das ja heller und ich fand, das sah nicht halt so nicht so geil aus. Ich denke, das ist schon okay so. Ich habe ja immer die Lampe an. Okay, also ich glaube, das war nicht der Einzige, der hier rumstreunert, dieser Fettmops. Wenn ich so viel Flammenwerfer-Muni krieg. Da sind bestimmt noch mehrere unterwegs. Specki hier. Okay, warte mal, geht's hier raus? Ja, da geht's raus. Ne, dann gehen wir erstmal hier lang. Guten Tag. Muni, Muni, Muni! Ein Zettelchen. US-Militär gibt Suchaktion auf. Von Lev Leif Benioff, Feldreporter. Verzeihung, im Zuge des aktuellen WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe machte in einem Brief deutlich, in der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Ein Lappen kann man immer gebrauchen. Okay, können wir irgendwas nachladen? Okay, ja, ich mache mal hier wieder den Flammenwerfer. Ich glaube, es ist nämlich noch nicht vorbei mit diesen dicken Möpschen hier. Weiß gar nicht, wie hießen die denn? Blopper oder irgendwie sowas? Weiß gar nicht mehr. Infizierte, mir geht's gut. Hier,
Ja, gleich. Ich gucke mich hier erst noch um. Ich komme sofort. Okay, da geht's weiter. Also muss ich wieder absteigen. Jetzt, wo ich eh nicht auf dem Pferd sitze, gucke ich mich erst um. Bis jetzt war es ja relativ friedlich, in Anführungsstrichen. Ja, ich komme gleich. Sei nicht so ungeduldig. Da liegt doch noch was. Ich sehe es ganz genau. Ist hier noch irgendwas oben drauf? Nein. Achso, Moment, erst den Generator. Schieb das Ding her, dann kriegen wir es auf. Danke für den Tipp. Ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich weiß es auch nicht. Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Ist sie gestorben, die Frau? Oder hat sie einfach nur keinen Bock mehr gehabt und ist weggegangen? Gibt's ja auch. Warte, da liegt noch was. Da liegt noch was im Zelt. Rutsch mal. Ach, da liegt auch noch was im Zelt. Okay. Gibt's noch ein Zelt? Nee, ne? Da hinten noch. Rutsch mal. Na gut, dann gucken wir jetzt auch nochmal rein. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Das sollten wir. Gut mal. Gehen wir mal hier, wird's bestimmt weitergehen. Jetzt gehen wir nochmal da hoch.
Okay, das ist alles verbarrikadiert. Da geht nichts. Na gut. Dann müssen wir wohl da drüber springen. Ich komme gleich wieder. Bin gleich wieder da. Diese Taschenlampe, ne? Die nervt. Geht's hier rein? Nope. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Habe ich mir schon gedacht. Das Spiel will aber, dass ich schneller mache anscheinend. Schneller! Lauf nicht so viel in der Gegend rum. Einen Moment bitte. Gucken wir hier noch. Hier könnte doch auch noch was liegen. Nein, hier liegt nichts. Okay. Los, rutsch. Ja, da ist eine Kette davor, falls du das nicht gesehen hast. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Rüber? Okay. Was willst du mir damit sagen? Liegt hier eine Leiter rum? Oder was? Rutsch doch mal. Vielleicht kommen wir rüber. Ah, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Lass mich nur machen. Hier. Geht doch bestimmt was, oder? Ja, dachte ich mir doch. Was sonst? Nicht das, was ich wollte, aber es geht. Okay, sollen wir jetzt Callum hier stehen lassen oder was? Okay. Gut. Hier nicht. Dann kannst du nur noch hier sein. Nein. Okay, vielleicht eins der Tore. Okay, ich bin verwirrt. Wo müssen wir hin? Ellie? Gib mir einen Tipp. Das ist ein Karren. Ach so, vielleicht brauchen wir den Karren hier nochmal. Natürlich. Die Situation hatten wir schon mal. Muss ich hier über einen Ding wahrscheinlich drüber, ne? Ja. Oh, ganz modern mit Solar. Hier geht's weiter. Okay. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Hallo. Wo sind Sie? Okay. Ups. Tja, offensichtlich ist keiner mehr hier. Die sind alle weg. Oha.
Hier ist ja noch eine Werkbank. Die sollten wir nutzen. Dann mal los. Okay. 88 Stück. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die voll. So. Reicht erstmal. Sehr schön. Ist ein bisschen nervig, dass der dann auch das rausholt, sozusagen, was man als letztes hergestellt hat. Weil da lasst doch die einfach die Waffe. Juhu! Fireflies! Euer Heilmittel ist hier! Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Hier gibt's jede Menge Loot. Molotovs verbessert. Okay. Sollte ich jetzt nochmal an die Werkbank? Ich gehe nochmal an die Werkbank. Ich gehe jetzt noch was. Wo war die denn? Da drüben, ne? Oder war die hier? Nee. Die müsste irgendwo hier gewesen sein. Hier drin. Ja. Okay. Ja, zeig mal. Was können wir noch machen? Also die haben wir komplett verbessert. Revolver. Die sollten wir ein bisschen verbessern, oder? Die ist doch nicht auch nicht so schlecht. Und nehmen wir die Kurve. Na, die große ist aber auch gut. Das hält. Okay. Gut, weiter geht's. Kommst du?
Ellie? Ellie? Wo ist sie denn hin? Hä? Ach, da läuft sie rum. Na, warte mal, ich wollte eh noch hier reingucken. Aber hier habe ich ja nichts mehr. Na gut, scheiß drauf. Lassen wir es halt stehen. Wo warst du denn? Was suchst du denn da? Komm. Ach, guck mal da. Da ist sie einfach aufgetaucht. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Renn doch nicht voraus, Kind. Die hat es ziemlich eilig. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Okay, du solltest nicht da hinten hinlaufen. Gucken erst, wir gucken erst. Hier liegen mir zu viele Backsteine und sowas rum. Da wird es gleich abgehen. Spielen. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst doch verrückt. Ich öffne mal schon alle Türen. Nur zur Sicherheit. Ich noch irgendwas herstellen? Nope. Diese Rauchbomben habe ich noch gar nicht benutzt.
Voll erschrocken. Nur weil der so einen Krach gemacht hatte. Ellie-Line, wir gehen da noch nicht rein. Ich bin noch nicht fertig hier. Oder bin ich doch fertig hier? Hier sind wir hergekommen, ne? Okay, wir sind fertig, ja. Damit. Ich gleich mal den. Kann ich den noch? Okay. Okay. Irgendwie traue ich mich nicht. Ah, oh, da ist noch ein Schrank. Okay. Okay, wir müssen hier durch. Mist! Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Die Affen, natürlich. Sie seien keine Klicker. Feuerfleiß auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Vielleicht. Weitersuchen, wir werden was finden. Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie. Ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Der beißt? Der Affe oder was? Dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen?
Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Okay, was nehmen wir denn? Pumpy? Ja, die Pumpy. Okay, dass wir das alles gleich drauf haben. Liegt hier noch was rum? Rum, die dumm, die dumm? Nein? Okay. Moment, sehen wir hier irgendwas? Moment. Alter, willst du mich verarschen? Oh Mann, ja, nur weil ich die falsche Knarre ausgerüstet hatte. Axt? Nee, ich lass den Basie. Aber mega Arschloch. Ellie, geh mir aus dem Weg, Mann. Da ist noch einer. Ist jemand hinter uns? Nee. Der ist immer noch da. So wird der nicht angezeigt, ja. Naja. Das glaube ich nicht. Das ist aber hartnäckig. Ihr Schweinchen. Na, hätte ich beinahe was vergessen. Was für Ammo ist denn das? Gar keine Ammo. Das ist Tape. Okay. Hinter mir? Okay, wo müssen wir denn hin? Runter wahrscheinlich wieder, ne?
Sally, los, Deckung! Ja! Schweinebacke! Scheiße. Ich vergeude hier wieder Muni en masse. Na, danke. Oh oh. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit.
Los, komm! Scheiße! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel!